Und das Bitten, wir haben zwei Arten. Von Ibadah, Anbetung, wir haben zwei Arten. Bitten der Anbetung und Bitten des Verlangens. Das heißt, du sagst, oh Allah, gib mir, du fragst Allah, oh Allah, gib mir, oh Allah, mach mir. Das nennt man Dua al-Mas'ala. Dua al-Mas'ala. Du fragst Allah um etwas. Dann gibt es das andere Art, das heißt Dua al-Ibada, Anbetungsbitten. Und das ist, wenn du betest, wenn du fastest, weil du, wenn du betest, wenn du fastest, du machst es für Allah subhanahu wa ta'ala. Und du willst dabei, dass Allah von dir annimmt und dass Allah dich belohnt. Deshalb, Dua ist sehr wichtig in unserer Religion. An-Nu'man Bashir sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna Dua huwa al-Ibada. Das Bitten ist die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann las der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Ud'uni astajib lakum. Ruft mich oder bittet mich, dann werde ich, dann werde ich das annehmen. Oder erhören. Subhanahu wa ta'ala. Und Abu Hurairah erzählte auch, Laysa shay'an akram Allah min al-Dua. Es gibt nichts Besseres oder Angesehenes bei Allah subhanahu wa ta'ala als Bittgebet. So Allah liebt von uns, dass wir ihn bitten und dass wir wirklich ihn viel bitten auch und viel erwähnen. Wie viel manche denken, ja, was bringt das? Doch, das bringt viel. Wenn das nicht bringt, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht gemacht. Der Prophet hat immer Bittgebet gemacht und die Sahaba haben immer und die Gläubigen haben machen das immer. Man sagt, Leute, schau mal die Lage, was bringt uns bitten, die Leute bitten, bitten und Allah nimmt nicht an. Allahu alam. Es kann doch sein, dass Allah annimmt, aber in diesen drei Arten, was wir doch gesagt haben, Allah, das ist der Beweis, dass unsere Religion, Alhamdulillah, alles umfasst im Leben. Du bittest Allah, du erwähnst Allah, du betest, du machst alles. Die Religion hat dir alles schon geklärt. Auch wenn es windig wird, was sagst du? Alhamdulillah. Deshalb, wenn du deine Religion lernst, dann wirst du, da wird dir wohler ergehen. Da wirst du dich fühlen, dass du wohl lebst. Weil du alles für Allah machst. Dein Leben ist dann für Allah, subhanahu wa ta'ala.